Der internationale Gerichtshof will einen Haftbefehl gegen den israelischen Premierminister Netanyahu erlassen. Also genau das gleiche wie beim russischen Präsident Putin. Also muss Baerbock jetzt Netanyahu genauso verhaften, wie sie es bei Putin fordert. Und deswegen wird es jetzt richtig spannend in Deutschland und gerade Baerbock und Scholz sind jetzt in einer riesengroßen Zwickmühle. Schauen wir uns die Details mal an. Los geht's. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo die deutschen Politiker endlich Farbe bekennen müssen und sich nicht mehr mit ihrer ideologischen Doppelmoral rausreden können. Jetzt wird's richtig ernst. Weil auf der einen Seite betonen ja die deutschen Politiker immer, dass sie unwiderruflich an der Seite von Israel stehen und Israels Sicherheit sogar deutsche Staatsräson ist. Aber auf der anderen Seite ist Deutschland natürlich auch Mitglied beim Internationalen Strafgerichtshof und muss daher die Regeln der weltweit höchsten juristischen Behörde befolgen. Gerade Frau Baerbock betont ja immer bei jeder Pressekonferenz, wie wichtig die internationalen Regeln und wie wichtig das Völkerrecht ist. Aber jetzt kommt es, wie gesagt, zu einer riesengroßen Zerreißprobe, welche die politische Integrität unserer Gurkentruppe in Berlin in Frage stellen wird, weil der internationale Gerichtshof will jetzt Haftbefehl gegen Israels Präsidenten Netanyahu erlassen. Und da ist natürlich die Frage, wird die deutsche Regierung diesen Haftbefehl befolgen und Netanyahu verhaften? Oder bleibt sie weiterhin fest verbrüderlich an der Seite Israels? Die Times of Israel schreibt, Israel working to block feared ICC arrest warrants against PM Azar over Gaza war. Und zu Deutsch, Israel arbeitet daran, den befürchteten Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen den Premierminister und andere wegen dem Gaza-Krieg zu blockieren. Regierungsquellen sagen, Den Haag konzentriere sich auf Vorwürfe, Israel habe die Menschen im Gazastreifen absichtlich ausgehungert. Die israelischen Streitkräfte geben ein seltenes Pressebriefing am Schabbat, um humanitäre Bemühungen hervorzuheben. Wow, also das ist wirklich ein riesengroßer Paukenschlag und ich hätte nicht damit gerechnet, dass der internationale Strafgericht dafür wirklich die Eier hat. Weil ich meine, es stand ja schon eine ganze Weile im Raum, dass Israel jetzt vom internationalen Strafgerichtshof für diverse Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt wird, aber alle Experten haben immer betont, dass das Ganze sich Jahre oder sogar Jahrzehnte hinzieht. Wird, bis es dann irgendwann in Vergessenheit geraten ist. Aber offenbar hat der internationale Strafgerichtshof jetzt keine Lust mehr, sich das Vorgehen von Israel in Gaza weiter anzuschauen, vor allen Dingen nachdem ja Israel Anfang April sogar internationale Hilfsmitarbeiter umgebracht hat. Die Tagesschau schrieb damals, israelische Armee gesteht schweren Fehler ein. Israels Militär hat den Tod von 7 internationalen Helfern im Gazastreifen durch einen Luftangriff einen schweren Fehler genannt. Weltweit wächst die Empörung, während mehr und mehr Hilfsorganisationen ihre Arbeit in dem Gebiet vorerst einstellen. Also, dieser Angriff auf die Hilfsmitarbeiter hat das Fass offenbar zum Überlaufen gebracht und jetzt gibt der Strafgerichtshof richtig Vollgas mit seinen Ermittlungen. Und jetzt ist dem Strafgerichtshof auch der moralische Sonderstatus von Israel vollkommen egal. Die Zeitung schreibt weiter, die erste Quelle sagte, der Schwerpunkt der befürchteten Vorwürfe des internationalen Strafgerichtshofes werden darauf liegen, dass Israel die Palästinenser im Gazastreifen absichtlich ausgehungert habe. Khan, der Ankläger des internationalen Strafgerichtshofs, sagte im Oktober, dass das Gericht für alle möglichen Kriegsverbrechen zuständig sei, die von der Hamas in Israel als auch von Israels im Gazastreifen begangen würden. Khan sagte, sein Team untersuche alle mutmaßlich in Gaza begangene Verbrechen und werde alle Gesetzesbrecher zur Rechenschaft ziehen. Und diese Vorwürfe, die hier angesprochen wurden, die werden auf jeden Fall ausreichen, um den israelischen Premierminister zu verhaften, weil diese Vorwürfe sind ja wahr und eindeutig belegt. Selbst die ganzen deutschen Zeitungen hatten darüber
darüber berichtet. NTV schrieb zum Beispiel Oktober letzten Jahres, Israel riegelt Gazastreifen ab. Kein Strom, keine Lebensmittel, kein Treibstoff. Israel hat nach dem verheerenden Großangriff der Hamas eine komplette Abriegelung des Gazastreifens angeordnet. Verteidigungsminister Joav Galan sagte, es wird keinen Strom, keine Lebensmittel und keinen Treibstoff geben. Alles werde geschlossen. Tja, und nach diesem Vorgehen von Israel gab es denn einen riesengroßen Aufschrei in der ganzen Welt, bei den Politikern, bei den Medien, aber Israel hat das knallhart durchgezogen, bevor sie dann irgendwann von irgendjemandem, wahrscheinlich von den Amerikanern, besänftigt wurden und diese massiven Verstöße gegen das Völkerrecht wieder aufgehoben haben. Aber jetzt kommt, wie gesagt, das juristische Nachspiel und der Strafgerichtshof wird Haftbefehl gegen den Premierminister Netanyahu erlassen. Und deswegen bin ich jetzt extrem gespannt auf die Reaktion unserer deutschen Bundesregierung, speziell von Olaf Scholz als Bundeskanzler und auch Baerbock als Außenministerin. Weil gerade Frau Baerbock, die pocht ja immer auf das internationale Recht, vor allen Dingen bei Putin hat sie das bei jeder einzelnen Pressekonferenz immer erwähnt. Die kleine Zeitung schrieb damals, neuer Vorstoß, wie Putin der Prozess gemacht werden soll. Annalena Baerbock will das Völkerrecht abändern, um Putin zur Verantwortung zu ziehen. Was steckt hinter den Plänen der deutschen Außenministerin? Seit März ist ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes gegen den russischen Präsidenten Putin und seine Kinderrechtsbeauftragte Belova ausländisch. Die Vollstreckung des Haftbefehls ist jedoch schwierig, sowohl politisch als auch rechtlich. Die deutsche Außenministerin Baerbock will daher an einigen Schrauben im Völkerrecht drehen, um bisherige juristische Fragen zu klären. Mögliche Änderungen des internationalen Rechts sollen dafür sorgen, dass Putin für seine mutmaßlichen Verbrechen in der Ukraine schneller zur Verantwortung gezogen werden kann. Und das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, ja? Der Internationale Strafgerichtshof hat Haftbefehl gegen Putin erlassen, kann aber selber nicht viel machen, da Russland ja kein Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs ist. Und deswegen will Baerbock jetzt extra das internationale Völkerrecht anpassen, um Putin seiner gerechten Strafe zukommen zu lassen. Baerbock will Putin unbedingt im Knast sehen, nachdem dieser Haftbefehl damals erlassen wurde. Und jetzt, in den nächsten Tagen, soll ja wie gesagt der Haftbefehl gegen Israels Netanyahu erlassen werden. Und Israel ist ebenfalls kein Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofes. Wird sich Baerbock jetzt genauso vehement dafür einsetzen, dass hier auch das internationale Völkerrecht angepasst wird, um Netanyahu zu verhaften? Wird Baerbock Netanyahu sogar persönlich verhaften, sollte er aus irgendwelchen Gründen nach Deutschland reisen? Oder vielleicht in eins der anderen 130 Ländern, die Mitglied beim Strafgerichtshof sind? Oder kommt hier wie immer die scheinheilige Doppelmoral der Grünen zum Tragen und bei Israel macht man plötzlich eine Ausnahme? Was sagt ihr denn dazu? Würde Baerbock den israelischen Netanyahu verhaften oder würde sie ihn verschonen? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.